Trotz des warmen Sommers müssen wir leider über traurige Themen hier bei Thema reden. So, und daher, dass die Tonprobleme endlich behoben sind, herzlich willkommen zum dritten Anlauf hier bei Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag. Ja, trotz dieses warmen Wetters müssen wir heute über ein trauriges Thema reden. Und das Thema geht heute um die Axtattacke in Würzburg oder von Würzburg besser gesagt, auch wenn hier unten in steht. Am Montagabend hat sich ja leider ein schlimmer Anschlag oder ein Attentat sich ereignet. Ein 17-jähriger afghanischer Asylbewerber hat nämlich, man kann so sagen, am Montagabend in einem Regionalzug bei Würzburg mit einem Messer und einer Axt Menschen angegriffen. Darunter auch eine fünfköpfige chinesische Familie. Zwei von ihnen schweben leider immer noch in Lebensgefahr. Insgesamt wurden fünf schwer verletzt. Darunter natürlich die vier Mitglieder einer chinesischen Familie. Doch warum das Ganze alles? Was ist daraus passiert? Viele vermuten natürlich, und so sind auch die heutigen standardmäßigen, beziehungsweise nicht standardmäßigen, sondern die aktuellen Erkenntnisse, dass er anscheinend sich schnell übers Netz radikalisiert hat. Dieser junge Mann, 17 Jahre alt, aus Afghanistan, ist vor gut einem Jahr nach Deutschland gekommen und ist seit einigen Monaten bei einer Pflegefamilie untergebracht. Das LKA hat dort unter anderem einen Abschiedsbrief gefunden und eine selbstgemalte Flagge des Islamischen Staates. Ja, also könnte es natürlich aufs Konto des IS gehen. Wenige Stunden nach dieser Tat, also am Dienstag besser gesagt, hat der IS, hat eine IS-nahe PR, beziehungsweise ein IS-nahes Sprachrohr, nämlich Amak, ein Drohvideo des 17-Jährigen veröffentlicht. So soll es unter anderem offiziell auch heißen, auch so laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass dieses Video echt ist, aber auch natürlich sei dieses Video auch von ihm gemacht. Ob es offiziell vom IS ist oder nicht, das ist unbekannt, aber dazu kommen wir auch gleich später auch noch zu diesem Video, beziehungsweise zu der Masche, wie der IS das verkauft. Der 17-Jährige ist also am Montagabend in einen Zug, in einen Regionalzug gestiegen, hat dort unter anderem dann natürlich diverse Menschen dann mit Axt und Messer angegriffen und wurde dann später, nachdem ja dann der Zug gestoppt war, hier ein Bild von einem der diversen Regionalzüge, unter anderem der Deutschen Bahn. Nachdem der gestoppt wurde, ist er weitergezogen, wollte weitere Menschen angreifen, die in der Nähe waren. Die Polizei hat ihn darauf natürlich erschossen. Eine grausame Tat, die auch natürlich die gute Sache hier natürlich überschattet, beziehungsweise die gute Sache des schönen Wetters und der schönen Zeit. Und man fragt sich jetzt natürlich, ist er wirklich radikalisiert worden in kürzester Zeit? Denn es heißt unter anderem vom LKA-Chef aus Bayern, Lothar Köhler, dass der Junge nämlich erfahren hat, dass sein Freund in Afghanistan getötet wurde. Wer er ist und durch was er getötet wurde, ist bis heute nicht bekannt. Auch der aktuelle Stand dieser Aufzeichnung hier am Donnerstagmittag. Natürlich ist klar, der junge Mann selbst war eher ruhig ausgeglichen, so der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU. Auch Bekannte des Täters bezeichneten ihn als völlig normalen Mann. Ist als Asylbewerber angenommen worden, hatte auch eine Chance auf eine Ausbildungsstelle, sprich er konnte sich eine Zukunft hier in Deutschland aufbauen. Aber warum sofort dieser Wandel? Die Dschihadistenmiliz, die Terrormiliz IS hat natürlich ein Video veröffentlicht, in dem der Zugangreifer zu sehen ist und er kündigte dort in diesem Video an die ungläubigen Drohungen gegen ungläubige Länder oder gegen Ungläubige. Also gegen die, die halt natürlich nicht wie nach dem IS gehen, Ungläubige töten, so ungefähr, sondern ja, natürlich. Dieses Bekennervideo, wann es erstellt wurde, ist aber auch noch unklar. Thomas de Maizière selbst sagt natürlich, es ist echt das Video und der Minister bezeichnete diese Tat als brutalen Akt wahlloser Gewalt. Ob er angestachelt wurde durch die Propaganda des Islamischen Staates, ist auch nicht bekannt. Die Bundeskanzlerin unter anderem hatte sich auch dazu geäußert und sagte, es ist eine grausame Tat, die dort geschehen ist. Sie sagte das nebenbei bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag. Sie dankte auch der Polizei, die getan habe, was sie tun konnte, um noch mehr Opfer zu verhindern und die Gefahr für die Bevölkerung zu bannen. Es gebe noch viel aufzuklären, sagte die Kanzlerin. Dabei habe sie auch vollstes Vertrauen in die Generalbundesanwaltschaft, die jetzt
auch natürlich die Ermittlungen zu diesem Fall auch übernimmt. Es wurden immer von Stunde zu Stunde bzw. von Stunden zu Stunden bis zum heutigen Donnerstag immer mehr Auffälligkeiten bekannt zu diesem Jungen. Deutsche Ermittler unter anderem bezweifeln, dass dieser Mann wirklich aus Afghanistan stammte. Nach Berichten vom ZDF hat nämlich die Polizei im Zimmer ja natürlich ein pakistanisches Dokument gefunden. Also neben dem Abschiedsbrief an seinen Pflegevater, er ist ja kurze Zeit nachdem er in einem Flüchtlingsheim war, zu einer Pflegefamilie gebracht worden. Da hat man einen Brief gefunden, eine selbstgemalte IS-Flagge und ein pakistanisches Dokument. Stellt sich natürlich dann auch die Frage, kommt er nun aus Afghanistan oder aus Pakistan? Das ist natürlich auch die Frage. Auch das Bekennervideo zweifelt an dieser Herkunft aus Afghanistan. Und auch der Name des Jungen, den wir hier einfach mal nicht nennen, ganz einfach, stimmt auch nicht mit den Daten überein, die hier in Deutschland erfasst wurden, als der junge Mann im letzten Jahr nach Deutschland kam. Also da spiegelt sich auch natürlich viel sicher. Natürlich wurden auch Sprachexperten haben sich dieses Video auch nochmal angeguckt und er spricht natürlich eine Sprache, nämlich Pachu heißt sie, die sowohl aber auch in Afghanistan als auch in Pakistan gesprochen wird. Wahrscheinlich, da in der Gegend kommt er her, ist natürlich über Afghanistan wahrscheinlich weiter dann Richtung Deutschland geflohen oder hier hingekommen. Je nachdem. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Maaßen hat auch erklärt, man müsse neu ermitteln, um natürlich zu gucken, wer der Attentäter auch wirklich war. Und nach Informationen auch des Bundesinnenministeriums kommen 70% aller Jugendlichen nach Deutschland mit gefälschten Papieren oder sogar ohne Papiere. Sprich, man kann auch so richtig ihre Identität nicht richtig nachweisen, was auch natürlich sehr, sehr schwer ist. Was natürlich leicht ist, ist natürlich darüber sich aufzuregen, selbstverständlich. Ist klar, es ist leider wieder ein islamistischer Terror, wahrscheinlich auch nicht. Aber es geht um einen Tweet einer Politikerin, nämlich von Renate Künast, von den Grünen Bundestagsabgeordneten. Noch in der Nacht hat sie einen Tweet abgesetzt, Zitat, tragisch und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden? Fragen. Hashtag Würzburg. Ja, die Süddeutsche Zeitung hat diesen Tweet natürlich direkt sofort retweetet. Renate Künast selbst steht auch noch zu diesem Tweet. Das hat sie in der Talkshow Maischberger am Mittwochabend, war das am Mittwochabend? Ja, am Mittwochabend selbst auch noch gesagt. Und denn man hätte natürlich auch, ist klar, den Jungen so sagen wir mal, außer Gefecht setzen können, in Anführungsstrichen, dass er natürlich überlebt hätte und dass er dann natürlich aussagen wollte, warum er diese Tat begangen hatte. Natürlich ist auch dann klar, dass die Staatsanwaltschaft selbstverständlich diese Schüsse der Beamten natürlich auch verteidigt, weil es hätte auch natürlich zu weiterem Blutvergießen kommen können. Sprich, der Junge hätte auch noch Polizeibeamte angreifen können und sie auch natürlich schlimm verletzen können. Doch man stellt sich natürlich die Frage, er hat erfahren, dass einer seiner Freunde gestorben ist. Wie und wer das ist, ist unklar, wird auch weiterhin unklar sein. Aber warum auf einmal so schnell sich radikalisiert haben? Natürlich ist klar, es kann natürlich passieren, dass er zufällig auf den IS getreten ist. Aber der IS macht natürlich eine Propaganda, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Selbst natürlich ist klar, vorwiegend natürlich jüngere und junge Erwachsene, sprich auch die Social Networks. Twitter, Facebook, YouTube, eigene Webseiten, es gibt sogar Apps von denen. Und es ist natürlich auch richtig schlimm, was dort der IS natürlich macht. Selbst natürlich hat auch der Chef des BKA, des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in einem Interview mit der Online-Ausgabe des Spiegels, natürlich Spiegel Online, gesagt, wir sehen, dass in Nizza ein junger Mann genau das gemacht hat, wozu der sogenannte IS seit geraumer Zeit in seiner allgegenwärtigen Propaganda aufruft. Ne? Also es ist natürlich so, die Propaganda der IS ruft natürlich viele dazu auf, viele Muslime natürlich, die sich wahrscheinlich unzufrieden fühlen und dann doch wohl sagen, okay, ich schließe mich dieser Sache an, dass man dann natürlich sich auch irgendwie fragt, wieso das Ganze eigentlich, warum? Ne, warum überhaupt? Das sind natürlich auch wieder mal die Fragen, die uns normale Menschen hier natürlich gestellt, sich immer wieder stellen bei solchen Anschlägen. Auch letzte Woche in Nizza, was hier auch geradewegs erwähnt wurde, dort hat ein Mann mit einem Lastwagen mehr als 80 Menschen getötet. Der IS hat sich dazu später bekannt gegeben. Und der IS macht es natürlich auch sehr einfach. Über ihre Propagandakanäle haben sie sogar auch dieses Attentat von Würzburg natürlich als ihre eigene
Sache gefeiert und fanden, dabei fanden sich auch die ersten Einträge einer einschlägigen IS-Agentur. Es gab keine Details über den jungen Mann und seine Attacke. Referiert wurde nur Nachrichtenstand deutscher Medien, wenngleich in den Worten, Zitat, Achtung, Zitat, bei einer Operation eines afghanischen Bruders bei Würzburg wurden mehrere Deutsche schwer verletzt und der Bruder von den Kreuzzüglern getötet. Das ist das Zitat der IS-Agentur, der IS-Propaganda. Ja, also ungefähr, man kann sagen, okay, er hat nicht richtig im Namen des IS, also nicht einen Auftrag bekommen, aber ob er im Namen des IS gehandelt hat, das werden wir nie erfahren. Das ist halt jetzt natürlich auch eine Sache, wo man sich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Ob er jetzt natürlich sich wirklich radikalisiert hat in kurzer Zeit oder ob ihm einfach alles zu Kopf gestiegen ist, das ist natürlich wieder mal so eine Frage, wo man eigentlich einen Psychologen ausnehmen könnte und fragen könnte, wieso ist das Ganze passiert? Warum hat er sich auf einmal so gesehen? Weitere Sachen werden natürlich dort dann auch großartig herausgefunden und natürlich dann auch, sagen wir mal, analysiert. Wichtig sei auch, so sagte das auch weiterhin der BKA-Chef Münch, Anziehungskraft des sogenannten IS nachhaltig zu schwächen, seinen Mythos zu brechen und die Wirksamkeit seiner Propaganda zu reduzieren. Natürlich ist klar, man stellt sich die Frage, wie das Ganze, die ganzen Kontensperrungen, wie es jetzt zuletzt mit Pegida passiert ist, das ist eine ganz andere Sache, ist natürlich nicht schwer. Natürlich ist ja dieses Hacker-Kollektiv Anonymous, wenn ich es Kollektiv nenne, Entschuldigung, oder ich sag mal die Hackergemeinde, Anonymous, hat ja natürlich immer wieder probiert oder hat es auch hinbekommen, die Accounts, Twitter beispielsweise, vom IS zu hacken und natürlich ihnen den IS auch den Krieg, den Internetkrieg erklärt. Also eigentlich macht Anonymous das auch genau richtig, was eigentlich gemacht wird und das ist auch eine richtige Sache, die dann auch dort gemacht wird. Zudem sollte auch natürlich die Zusammenarbeit mit den Providern gestärkt werden. So müsse auch für IS schwieriger werden, die Propaganda auch im Internet zu verbreiten. Sprich, da müssen Facebook und Twitter natürlich auch ein bisschen mithelfen. Sprich, die Seiten alle zu sperren, zu blocken, um zu sperren wäre wohl besser gewesen, um natürlich so eine Sache natürlich auch hinzubekommen. Aber natürlich ist auch geradewegs klar, dass diese Propaganda auch sehr kompliziert ist. Es gibt unten unten in der Videobeschreibung einen Link dazu, wie das Ganze dann natürlich wohl, wie der IS es ungefähr macht. Da ist auch dann auch das Interview wahrscheinlich in einem anderen Link dann dort in dem Artikel zu finden zum BKA-Chef Münch. Ich weiß gar nicht, ob das dann zum Bezahlangebot von Spiegel Online gehört. Wenn nicht, dann kauft euch mal einfach mal die Spiegel-Ausgabe, falls es dort dann ein aktuelles Interview damit dazu gibt. Das wird uns weiter noch die nächsten Tage verfolgen. Wie lange, das werden wir nicht wissen. Wohl lang genug, alleine auch, weil ja eine Woche jetzt schon der Anschlag in Nizza her ist. Das wird wahrscheinlich morgen dann Thema bei uns bei Update Politik sein. So auch natürlich wahrscheinlich auch dieses Thema hier wieder. Außerdem natürlich morgen wahrscheinlich dann definitiv auch die Meldung über den gescheiterten Putschversuch in der Türkei und über den jetzt ausgerufenen Ausnahmezustand dort. Das wird eins unserer Top-Themen natürlich sein. Nur schade, dass YouTube mein Video vom Samstag nicht richtig monetarisiert hat. Sprich, das Spezial zum gescheiterten Putschversuch. Aber naja, that's Showbusiness, möchte ich mal sagen. Wahrscheinlich habe ich dort auch einen Fehler gemacht. Wie immer, kann man so sagen. So viel zum Thema heute. Weiteres natürlich aktuelle News, wenn auch aus Würzburg, wenn auch natürlich aus anderen Bereichen. Wir haben Sport, wir haben Medien, Entertainment, selbstverständlich Games, Fernsehen, Presse und Autos und Wirtschaft und Börse haben wir alles natürlich auf unserer Webseite derechotv.de, auch zu finden auf Facebook und auch auf Twitter. Und für die, die natürlich gespannt sind, unsere Facebook-Seite, hupsala, da habe ich vergessen, mich wieder einzublenden, unsere Facebook-Seite sieht auf einmal neu aus, da hat Facebook einiges gemacht, aber zu einigen dieser Sachen, die jetzt die Tage passiert sind, werde ich mich in der nächsten Update-Medienausgabe vielleicht äußern. Eigentlich habe ich dazu schon einen Artikel geschrieben, denn derechotv ist ja am Sonntag, sagen wir mal, auf einen Hackerangriff reingefallen, sprich es hat sich jemand Zugang geschafft zu derechotv auf unsere Webseite. Facebook, Twitter und natürlich YouTube waren da nicht von betroffen und
Die Webseite war nicht erreichbar, Gott sei Dank durch unseren Provider Nitrado. Nochmal ein herzliches Dank dafür. Ist alles wieder zum Laufen gekommen. Es gab jetzt halt die letzten Tage ein paar Probleme. Es hat langsam geladen, aber lag einerseits natürlich wahrscheinlich an meinem Internet, aber heute irgendwie an diesem Donnerstag nicht. Ich möchte mich aber trotzdem nochmal dafür ganz herzlich bedanken. Auch für dieses Thema möchte ich mich bedanken. Kommentare dazu nehme ich nicht an. Ihr könnt mir ruhig gerne eine E-Mail schicken an info@derchotv.de oder derchotv@gmx.de, um gerne natürlich zu dieser Sendung was zu sagen. Wir werden das dann irgendwann mal vielleicht mal zu einem konkreten Thema nehmen, denn einerseits natürlich über den ES zu berichten, das macht einerseits einen sehr, sehr unabhängigen YouTuber wie mich, einer, der hier auf YouTube Videos produziert und einen sehr, sehr unabhängigen, ich nenne es jetzt mal, möchte gern Journalisten, natürlich sehr schwer, denn ich will einerseits natürlich unabhängig darüber berichten, was hier passiert, einerseits natürlich auch darüber berichten, was auf dieser Welt passiert ist, und im Moment passiert so viel auf dieser Welt, wo man eigentlich gerne sagen will, man möchte mit diesem ganzen Spuk hier gerne auch ein bisschen aufhören. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei Update Politik wieder. Weitere News natürlich wie immer auf derchotv.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.